Die Aachener Pfalz ist zur königlichen Hauptresidenz geworden, als der junge Einhard an den Hof kommt. Karl hat in Aachen einen Kreis europäischer Gelehrter um sich geschart. Einhard ist darunter der einzige Franke. Charlemagne. Willkommen im Reich der Gelehrten. Ich bin Osulf. Du musst Einhard sein? Ja, Einhard vom Kloster Fulda. Abt Baugulf hat mich geschickt. Ich habe gehört, du warst ein Musterschüler. Da, das ist der große Alcuin von York. Von nun an dein neuer Lehrmeister. Da, der weißhaarige alte Fuchs. Das ist der Langobarde Paulus Diaconus. Angilbert, der Galan der Königstochter. Da, der dichtende Westgote Theodulf und Adalhard von Corbi. Mit der Hilfe seiner Gelehrten will Karl das kulturell zurückgebliebene Frankenreich durch eine große Bildungsreform voranbringen. Diese Abschrift in Kirchenlatein wird an einen bayerischen Priester gehen. Bonifatius hat berichtet, dass der aus Unkenntnis in nomine Patria et Filia et Spiritus Sancti getauft hat. Im Namen Vaterland und Tochter und des Heiligen Geistes. Amen. König Karl war außer sich. Und die bayerischen Priester sind nicht die einzigen, die des Lateinischen nicht mächtig sind.